Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Freunde, parallel bekommen Sie heute meine letzte Freitagsinformation aus dem BJV in meiner Funktion als BJV-Vizepräsident und vertretende Verbandsleitung. Morgen liegt es in Ihrer Hand, wie die Zukunft des BJV und auch meine weitere Zukunft im BJV aussehen. Um Missverständnissen vorzubeugen, verschicke ich natürlich nicht über den offiziellen BJV-Account, sondern privat. Ich blicke zurück auf rund 20 Jahre hauptamtliche Tätigkeit im BJV. Über ein Jahrzehnt als Kreisvorsitzender und viele Jahre als Bezirksvorsitzender in Oberbayern und rund 2,5 Jahre als stimmstärkster Vizepräsident. Aus dieser Erfahrung heraus war und ist mir diese Freitagsinformation immer so wichtig gewesen für Sie. In dieser Zeit habe ich die Geschäftsstelle in Feldkirchen immer mit einem Lächeln betreten und hatte außerordentlich viel Freude an der ehrenamtlichen Arbeit, den hauptamtlichen Tätigkeiten, weil mir meine Leidenschaft für Natur, ja, für die Jagd, die Hunde und das Wild natürlich tägliche Motivation gibt. Und wir konnten viel bewegen im BJV. Der BJV hat eine enorme Erfolgsgeschichte hinter sich. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ja fast 20 Jahre einen entscheidenden Beitrag dafür leiste. Ich blicke zurück auf unzählige informative und freudvolle Gespräche mit den Mitgliedern, den Funktionären, den Vorsitzenden aus ganz Bayern, auf herausragende Veranstaltungen, die ich organisieren und leiten durfte, und die packenden politischen Diskussionen und Entscheidungen, die den BJV geprägt haben. Dafür ein kräftiges Weidmannsdank. Leider ist in harmonischen und erfolgreichen Tagen seit rund einem Jahr auch eine unschöne und teilweise unerfreuliche Zeit gefolgt, die vielen von Ihnen die Freude und die Energie genommen hat. Streit, Ärger und gegenseitige Beschuldigungen in einem bestimmten Kreis haben bisweilen die Facharbeit verdrängt. Dafür habe ich immer wieder versucht, das einzudämmen und habe auch stets Mehrheiten dafür bekommen, die allerdings von manchen schlichtweg ignoriert wurden. Trotzdem habe ich weiter für die Sache unbeirrt gekämpft und den BJV und die Jagd hochgebracht. Damit das nicht so weitergeht, brauchen wir einen Neustart. Wir brauchen Einigkeit sowie Ruhe im Haus des BJV. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Was nicht heißen soll, dass alles schlecht war im BJV. Kein Abbruch des bisherigen, sondern aufbauend auf das Bestehende weiterentwickeln. Dafür stehe ich und verspreche mit vollem Einsatz im Interesse unseres Verbandes zu wirken. Ich hoffe sehr, dass wir schnell wieder zu der Freude an der Arbeit, zu der alten Freude an ehrenamtlichem Engagement für unseren BJV finden und wieder gemeinsam für die Sache, die uns so am Herzen liegt, für die Jagd einstehen. Für einen starken BJV. Allen Delegierten wünsche ich eine gute Anreise nach Nürnberg. Bleibt's alle gesund und ein kräftiges Weidmannsdank. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Freunde, parallel bekommen Sie heute meine letzte Freitagsinformation aus dem BJV in meiner Funktion als BJV-Vizepräsident und vertretende Verbandsleitung. Morgen liegt es in Ihrer Hand, wie die Zukunft des BJV und auch meine weitere Zukunft im BJV aussehen. Um Missverständnissen vorzubeugen, verschicke ich natürlich nicht über den offiziellen BJV-Account, sondern privat. Ich blicke zurück auf rund 20 Jahre hauptamtliche Tätigkeit im BJV. Über ein Jahrzehnt als Kreisvorsitzender und viele Jahre als Bezirksvorsitzender in Oberbayern und rund 2,5 Jahre als stimmstärkster Vizepräsident. Aus dieser Erfahrung heraus war und ist mir diese Freitagsinformation immer so wichtig gewesen für Sie. In dieser Zeit habe ich die Geschäftsstelle in Feldkirchen immer mit einem Lächeln betreten und hatte außerordentlich viel Freude an der ehrenamtlichen Arbeit, den hauptamtlichen Tätigkeiten, weil mir meine Leidenschaft für Natur, ja, für die Jagd, die Hunde und das Wild natürlich tägliche Motivation gibt. Und wir konnten viel bewegen im BJV. Der BJV hat eine enorme Erfolgsgeschichte hinter sich. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ja fast 20 Jahre einen entscheidenden Beitrag dafür leiste. Ich blicke zurück auf unzählige informative und freudvolle Gespräche mit den Mitgliedern, den Funktionären, den Vorsitzenden aus ganz Bayern, auf herausragende Veranstaltungen, die ich organisieren und leiten durfte, und die packenden politischen Diskussionen und Entscheidungen, die den BJV geprägt haben. Dafür ein kräftiges Weidmannsdank. Leider
ist in harmonischen und erfolgreichen Tagen seit rund einem Jahr auch eine unschöne und teilweise unerfreuliche Zeit gefolgt, die vielen von Ihnen die Freude und die Energie genommen hat. Streit, Ärger und gegenseitige Beschuldigungen in einem bestimmten Kreis haben bisweilen die Facharbeit verdrängt. Dafür habe ich immer wieder versucht, das einzudämmen und habe auch stets Mehrheiten dafür bekommen, die allerdings von manchen schlichtweg ignoriert wurden. Trotzdem habe ich weiter für die Sache unbeirrt gekämpft und den BJV und die Jagd hochgebracht. Damit das nicht so weitergeht, brauchen wir einen Neustart. Wir brauchen Einigkeit sowie Ruhe im Haus des BJV. Ein Weiter-so darf es nicht geben, was nicht heißen soll, dass alles schlecht war im BJV. Kein Abbruch des bisherigen, sondern aufbauend auf das Bestehende weiterentwickeln. Dafür stehe ich und verspreche mit vollem Einsatz im Interesse unseres Verbandes zu wirken. Ich hoffe sehr, dass wir schnell wieder zu der Freude an der Arbeit, zu der alten Freude an ehrenamtlichem Engagement für unseren BJV finden und wieder gemeinsam für die Sache, die uns so am Herzen liegt, für die Jagd einstehen. Für einen starken BJV. Allen Delegierten wünsche ich eine gute Anreise nach Nürnberg, bleibt's alle gesund und ein kräftiges Weiteres.